So, ich probiere das noch einmal aus mit den ja, mit dem Equalizer. In der Hoffnung, dass es ein bisschen besser wird. Ah, eine Locke da noch. We try. Naja, ja, ob der Ton einigermaßen gut ist, ich hoffe es einfach, aber ich weiß es nicht. Ich habe Hintergrundgeräusche, mach mal jetzt wieder auf 60 runter. Oder machen wir mal nur 5. Okay, es geht um die Synchronisation der Lippen zum Sound. Und ich habe jetzt einfach nur Lippen im Blick und mache noch einfach mal A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Ayo, lip, okay, das war mega witzig. Das kann ich eigentlich niemandem vorenthalten, bin ich ehrlich. Oh mein Gott. Das muss ich eigentlich irgendwie als Special hochladen oder so. Also es geht immer noch um die Lippensynchronisation. Der Sound ist irgendwie echt furchtbar aktuell. Ich weiß auch nicht, was die ganze Scheiße soll. Ich kann es irgendwie auch nicht ändern. Also daher, fuck off. Fuck off, wirklich. Ist einfach so. Fuck off. Off, 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 off. Das F-Geräusch kommt erst, wenn die Lippen zusammenkommen. Off, off. Okay. Lippen. A-E-I-O-U. 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 Ja, das ist eine Verzögerung von 112. Ich weiß auch nicht. Wir machen jetzt den Lecker-Schmecker-Test, ob der Ton synchron ist oder nicht. 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 Okay, lecker Schmeckertest Nummer 2, ob der Ton synchron ist oder nicht. Ob der Ton einfach synchron ist oder eben nicht. Das Geräusch kommt immer ziemlich stark am Anfang und dann noch. Warte, muss ich selber rausfinden? Also wenn die Zunge weg ist, dann ist das Geräusch auch weg. Ich weiß noch nicht, wie viel gefiltert wird. Ich weiß nicht, wie viel gefiltert wird von dem Geräusch, wenn ich das so mache. Aber ich glaube, wenn die Zunge weg ist, dann ist auch das Geräusch weg. Das Geräusch ist dann weg. Yo, yo, ich bin Fresh Dumbledore. Ich rappe hier, ich rappe dort. Ich rappe tausendmal besser als der dunkle Lord. I say, yeah. Oh, yeah. Au. Jo. Letzter Test für heute, auch wenn ich das halt schon bestimmt 200 Mal gesagt habe. Oh mein Gott, ich will nicht mehr. Warum
Gibt es da nicht irgendwas Einfaches, dass es einfach einstellt, dass es eine KI, die deine Stimme erkennt und das einfach reguliert darauf, ja? Das wäre doch so easy bestimmt, weil du das einfach rausfiltern kannst. Du musst jetzt nicht selber rausfinden, die einzelnen kleinen Peaks, sondern das filtert es einfach von alleine. Wie gut wäre es? Und das einfach mal nicht für 200 Euro, sondern für, wenn überhaupt, ein Fuffi oder so. Weißt du, was ich meine? Oh mein Gott. Okay, nächster Test ist, habe ich den Boxton nochmal deutlich herabgesenkt im Sinne von gegen, also Richtung 0 verschoben, statt minus 5 auf minus 3,8. Ich kann den jetzt auch nochmal ein bisschen höher machen und höre mal, was sich das verändert. Ich habe jetzt von minus 3,8 auf ungefähr plus minus 0. Jetzt gehe ich mal ein bisschen höher auf plus 5 Dezibel und jetzt einmal auf plus 10 Dezibel und schiebe den jetzt wieder runter auf die minus 3 ungefähr. Ja. So, nächster Schritt sind die 2 Kilohertz Wellen, da ist auch wieder Midrange aktuell auf plus 1, ich gehe jetzt mal ein bisschen hoch auf plus 2, auf plus 3, plus 4, ich rede einfach ein bisschen weiter und erörtere hier irgendwas, bin jetzt bei plus 5, auch bei, gehe Richtung plus 6 und es wird immer mehr und immer mehr und immer mehr, jetzt hört man wahrscheinlich raus, was genau das für eine Auswirkung hat, jetzt bin ich auf plus 10 gelandet. Ich bin einmal hin und her gesprungen versehentlich, jetzt bin ich auf plus 12, gehe auf normal 0 zurück. Aktuell war es am Anfang bei plus 2, jetzt bin ich bei normal 0. So klingt es bei plus 2 ungefähr. Ich gehe wieder zurück in den negativen Bereich, bin da jetzt bei minus 1, gehe Richtung 2, minus 3, minus 4. Es klingt wahrscheinlich jetzt ein bisschen dumpfer, würde ich vermuten. Weiß ich aber nicht. Ich bin auf minus 6, minus 7, minus 8, minus 10. Jetzt hat man den Unterschied einmal gehört. Ich gehe wieder zurück auf plus 2. Genau, das ist jetzt wieder plus 2 ungefähr. Ja, 1,9. Okay, letzter Test. Wirklich jetzt. Ich will nicht mehr. Es ist 3.05 Uhr schon wieder. Ich habe 21 Uhr gesagt, jo, ich gehe ins Bett, Leute, ne? Oh mein Gott, ich bin so dark shit, wirklich. So dark shit. Ja, wenn ich ganz normal rede, ganz normal Lautstärke, dann was soll ich da machen, ne? Ich probiere Dinge aus. Ich bin wissbegierig, was das betrifft. Ich muss dazu lernen für mich persönlich und dann lerne ich da auch was. Und das ist okay, dann ist alles cool. Okay, ich habe jetzt mal ganz wild da ganz viel rumgespielt, aber ich glaube, das wird einfach nicht gut sein. Okay, nochmal kleiner Test. War ja klar, war ja abzusehen, dass da noch was kommt. Oh mein Gott. Naja, Ende jetzt. Ende im Gelände, aus die Maus, Affe, Klappe, ne, Klappe zu Affe tot.